Also generell gesehen ist es ja so, wir Grünen haben schon eigentlich schon immer vertreten die These global denken, lokal handeln. Also dass man sagt, man betreibt keine Kirchturmspolitik, man schaut wirklich über den Ortsrand hinaus, betrachtet das große Ganze und bricht das dann runter auf den einzelnen Ort und schaut, was können wir konkret machen. Da ist der Wald jetzt ein Thema, an dem man jetzt nach den Ausführungen des Försters Koch gesehen hat, dass der Klimawandel uns tatsächlich auch schon hier eingeholt hat, dass tatsächlich unser Wald oben in hohem Maße geschädigt ist. Früher hieß der zum Teil auch Buchenwald und die Buchen, die also das Rückgrat des Waldes gebildet haben, die sind schwer geschädigt. Und er hat das ganz drastisch beschrieben, dadurch, der Wald wird ja bewirtschaftet, wenn also Buchen gefällt werden sollen, dass das normalerweise teilweise wirklich händisch gemacht worden ist und dass das jetzt inzwischen gar nicht mehr möglich ist, weil wenn man unten mit der Säge oder der Axt an den Baum geht, läuft man Gefahr, dass oben große Teile wegbrechen und vielleicht die Waldarbeiter verletzen oder vielleicht Schlimmeres. Also das sind Dinge, wo man sagen kann, da spielt sich Klimawandel nicht irgendwo auf der anderen Seite der Welt ab, sondern es spielt sich schon hier messbar vor unserer Haustür ab. Und er hat sehr schlüssig ausgeführt, dass natürlich das für die Försterei, für die Forstwirtschaft auch eine Herausforderung ist, welche Schritte sie jetzt unternehmen können, damit der Wald praktisch in die Lage versetzt wird, zukunftsfähig zu sein. Das heißt, man wird zum Teil experimentieren müssen und dann muss man sehen, dass natürlich Waldwirtschaft etwas ist über längere Zeiträume. Also der pflanzt heute einen Baum und kann in 3 oder in 5 Jahren sagen, der wird es schaffen oder der wird es nicht schaffen. Also insofern, da muss man den Förstern auch entsprechend die Möglichkeiten geben. Da habe ich auch großes Vertrauen, der Förster arbeitet, der Herr Koch arbeitet schon sehr viele Jahre für uns und das ist da in guten Händen, glaube ich. Das Gebiet zwischen unseren beiden Waldstücken, das heißt hier Große und Kleine Loh, das ist alles landwirtschaftlich bewirtschaftet und das gilt als sehr, sehr gutes Ackerland und die es bewirtschaften, die sagen, wir wollen es auch weiter bewirtschaften. Das ist Privatbesitz im Großen. Jetzt kann man also nicht einfach sagen, so wie es im Flächennutzungsplan mal vorgesehen war, aufforsten zwischen den beiden Waldstücken. Das war mal alles ein großer Wald und ist vor längerer Zeit dann praktisch soweit immer weiter verkleinert worden, immer das bis auf den heutigen Zustand. Also da sind die Eingriffsmöglichkeiten tatsächlich auch teilweise wirklich sehr eingegrenzt. Forstwirtschaft ist insofern interessant, dass es praktisch die Erfinder der Nachhaltigkeit sind. Also die haben praktisch eingeführt zu wirtschaften in Zeitläufen von 20, 30 und mehr Jahren. Also der Förster hat jetzt praktisch die Ergebnisse der Arbeit seiner Vorgänger und er wird praktisch seinen Nachfolgern was hinterlassen. Insofern ja, wir würden uns wünschen, dass man dort mehr Möglichkeiten hätte. Wir würden uns wünschen, dass man eher dort oben praktisch den Wald erweitert. Und wir können eigentlich nicht nachvollziehen, wie jemand, der sagt, der Grünen-Antrag, dort einen halben Hektar zu bepflanzen, wieder mit Bäumen, kann nicht umgesetzt werden, weil wir dort gutes Ackerland praktisch umwandeln würden in Wald. Aber die gleichen Leute vertreten dann, dass man hier auf der anderen Seite der Umgehungsstraße 30, 40 Hektar, die jetzt zum großen Teil Ackerland sind, zu einem künftigen Baugebiet erklärt. Das ist für uns ein völliger Widerspruch. Ja, der halbe Hektar da oben am Wald geht nicht, aber 40 Hektar unten, auch Ackerland. Das geht dann auf einmal und das ist praktisch nicht der Lage angemessen, wenn man sagt, dieser Klimanotstand, der erreicht uns jetzt hier vor Ort auch und wir müssen vor Ort was tun und dann wird über Betonieren und Asphaltieren gesprochen. Das ist aus meiner Sicht ein völliger Wahnsinn.